Abby hat ja zum Glück kurzes Fell. Die Pflege ist da recht einfach. Achte ich natürlich trotzdem drauf, dass es immer schön glänzt, dass trotzdem keine Verfilzungen da sind. Nur das sieht bei Amy ja doch deutlich anders aus, was die Konsistenz angeht. Das Fellpflegespray, ist das was für Amy? Ist das was für Abby? Das ist natürlich was für Abby, auch als kurzhaariger Hund. Das Haarkleid ist unser Bild in den Allgemeinzustand des Hundes. Sollte glatt und glänzend und intakt sein und bedarf der Pflege. Unterstützt auch die Regeneration der Haut. Also auf jeden Fall ja. Und bei meinem Hund mit dem drahtigen Haar, mit der starken Unterwolle, allemal ja. Und es hat eben auch den positiven Effekt, dass es pflegt, aber dass es dann auch Schmutz fernhält. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Punkt noch dazu. Und bei diesem Haarkleid auch, dass es Verfilzungen leichter auskennbar macht. Denn sonst ist das schmerzhaft, wenn man da durchreißen würde mit der Bürste, was man sowieso nicht tun sollte. Aber dann ist man da besser dabei. Ich habe eine runde Bürste mitgebracht, die ich bei meinem Hund benutze. Und dann habe ich es natürlich sehr viel einfacher, das zu kämmen, wenn ich vorher mit dem Pflegespray behandelt habe. Nicht? Und wenn keine Verfilzungen da sind, können sich auch kein Dreck in diesen Verfilzungen sammeln, der dann vielleicht auch zu Juckreiz führt. Das heißt, für so ein Haarkleid ist das Fellpflegespray ja wirklich optimal. Ja, ich würde nicht sagen, dass bei so einem Hund, da kann es immer mal zu Verfilzungen kommen. Aber eigentlich grundsätzlich sollte es Verfilzungen nicht geben. Wenn man den Hund regelmäßig pflegt, dann hat man diese Verfilzungen rausgekämmt. Und durch das Pflegespray macht es das natürlich viel einfacher und damit auch angenehmer für den Hund. Ja. Und die Nachhaltigkeit ist eben auch da, weil es pflegend das Fell dann bearbeitet. Und wenn man dann leichter durchgeht, dann kann man das auch viel besser durchbürsten, dann empfindet der Hund das auch als etwas sehr Angenehmes, wenn man dann die Bürste ansetzt und es zwickt nicht hier und zwickt nicht da, weil da Verfilzungen drin sind. Nicht? Ja, das stimmt. Wir können ja mal ausprobieren, wie das Fellpflegespray. Also, Spray in einer Sprühflasche, eine Entriegelung, dass es sich nicht selbstständig entleert. Ich bin immer derjenige, der doch einmal noch mal schüttelt. Und dann gewöhnen wir auch den Hund dran. Manchmal mache ich es auch einfach mal auf die Haut, mal eben, dass der Hund dann weiß, und hier kommt jetzt was. Nicht? Sollte auch nicht kalt sein. Auch das, ich meine, hier mit der Unterwolle würde der Hund das gar nicht merken. Ich denke, man sieht jetzt auch schon sehr schön, dass es da so eine Tröpfchenform auf dem Haarkleid gibt. Das wäre jetzt hier schon ausreichend, um das mal zu demonstrieren. So würde ich durchaus auch die Läufe runtergehen, Vorder- und Hinterläufe, auch bis zum Kopf. Im Kopfbereich mit den Augen wäre ich natürlich immer ein bisschen vorsichtig, gegebenenfalls auf einen Lappen sprühen und dann nochmal drüber. Und dann sollte es eintrocknen und dann kann man es schön nach einer Zeit auskämmen. Sollten jetzt Verfilzungen da sein, was in diesem Hund durchaus hier mal am Hals ist, dann kann man die Fellpflege auch gut einmassieren, ne, dass man es durchaus auch in die Tiefe hineinbringt, um es dann diese Verfilzungen leichter auskämmen zu können. Das ist etwas. Ist es bedenklich, wenn mein Hund sich danach vielleicht putzt, dass das Fellpflegespray ein bisschen aufnimmt, sich ableckt? Muss ich mir da Sorgen machen? Ja, das ist natürlich bei allem, was man auf die Haut aufbringt, immer eine Frage. Nein, muss man nicht. Der Hund könnte das aufnehmen. Er wird gar nicht mal viel aufnehmen, aber es ist natürliches Produkt. Und wenn er es aufnimmt, ist das unbedenklich. Und wie oft muss ich das Fellpflegespray anwenden oder sollte ich es anwenden? Ist auch so eine, also bei dem Hund hätte ich auf jeden Fall gesagt, bin ich mindestens einmal die Woche dabei. Ja, sonst komme ich durch dieses starke Haarkleid nicht durch.